Wie man alte Holzbauten erhält, erfuhren die Teilnehmenden beim vierten Modul der Ausbildung zum bzw. zur Kultur-Land-Botschafterin. Nach einem Referat von Magister Karl Wiesauer vom Tiroler Kunstkataster ging es tags darauf ausführlich in die Praxis mit dem erfahrenen Zimmermann Alois Gstrein. Herr Bille, ist ganz einfach. Da haben früher die Bauern quasi das Haar gelagert gehabt und dann haben sie es im Winter mit einem Schlitten im Winter angefahren und haben quasi das Barkhaar, weil ja noch keine Fachstraße gewesen ist, keinen Ladewagen hat es gegeben, haben sie das Haar im Winter nach Sölden gebracht. Ich und der Auer Franz haben miteinander das Bille vor einer guten Woche zerlegt. Das war einfach die Substanz vom Grund auf schlecht. Haben mit neuen Bäumen das Bille wieder aufgebaut und haben danach das alte Holz wieder hergenommen, draufgestockt. Und heute beim Seminar haben wir den Teilnehmern gezeigt, wie sie die Kerben rausschneiden, rausfräsen, anzeichnen, entrinden und danach kommt dann zum Schluss noch ein Bretterdach drauf. Die größte Arbeit von den Billen montieren ist einfach die Entrindung und dass der Barmen relativ schön ist. Fein anzugreifen zum Entosten ist alles die größte Arbeit. Sicht ist auskerben und salgert relativ schnell. Die Stadel, Pillen und andere Holzbauten sind teils mehrere Jahrhunderte alt. Sie geben Zeugnis davon, wie unsere Vorfahren gelebt und gearbeitet haben und prägen die Ötztaler Landschaft. Doch der Großteil von ihnen wurde in den vergangenen Jahrzehnten abgerissen. Ja, das mit den Pillern ist natürlich klar gewesen. Die Pillar sind allen mehr als Lagerplatz für landwirtschaftliche Sachen kämen. Heute werden die Pillar eher umgebaut, dass man landwirtschaftliche Fahrzeuge lagern kann, zum einen fahren. Aber Heulagerung ist eigentlich auf den Olmen relativ wenig, weil das meiste vom Feld direkt mit dem Ladewagen ins Dorf transportiert wird, noch selten, und dort an Stadel abgelagert wird. Und so ist das. Die Weitergabe von Alpenwissen und Fertigkeiten der Vorfahren steht beim Kurs Kultur-Land-Botschafterin im Vordergrund. Und so wurde auch dieses Mal der Natur ein Stück Kultur zurückgegeben.